Danke vielmals. Merci. Sehr, sehr, sehr gnädig. Danke für das Geräusch. Ich liebe ja die Aviatik über alles. Ich liebe sie über alles. Ich habe einfach ein grosses Problem. Ich sehe viel jünger aus, als ich bin. Jetzt denkst du, okay, tu nicht so saublöd. Ich meine, wenn du in eine Metzgerei gehst, dann bestellst du 3 Kotelette. Dann kommen 3 Kotelette. Ich kann nicht in die Metzgerei gehen. Dann kommen dann 3 Kotelette hinten drin, aber immer noch die Frage, willst du noch ein Rädchen Wurst? Weißt du, was ich meine? Das schießt irgendwann an. Und so, bis ich 30 war, hatte ich das Gefühl, Glasse kannst du nur aus einem Schlumpf essen. Und so hocke ich jetzt in dem Chat rein als Passagier. Weißt, die einen sind am Lesen, andere schauen DVD, gewisse schreiben zu mir, aber kommt Flight Attendant an und sagt: Schau, ich habe hier noch so ein Blatt Papier. Da hast du so Zahlen drauf, die kannst du dir mit dem verbinden, die gibt einem am Schluss ein Bild. Weißt du, findest du das lässig? Nachher die Durchsage, ständig die Durchsage: Cabin Crew, Yellow Door Selectors Armed. Kennen Sie die? Ich muss sagen, was will uns der Pilot sagen? Was heisst das? Yellow Door Selectors Armed, what the fuck? Eins ist klar, wir finden, wow, der das sagt, hat es im Griff. Es gibt doch Vertrauen dabei. Der Pilot hockt wahrscheinlich vorne im Cockpit und überlegt sich: welchen geilen Satz will ich heute mal sagen? Aber es gibt so viel Vertrauen, warum nicht für eine andere Situation brauchen? Beispielsweise, wenn du ein Date hast und du merkst, sie beißt nicht an, dann geh zu ihr ans Ohr an und flüster ihnen: Cabin Crew, Yellow Door Selectors Armed. Die will mit ihrer Familie gründen. Ich will garantieren. Und nachher immer Durchsage: Sie haben jetzt die Möglichkeit, für das SOS-Kinderdorf zu spenden. Hallo! Ich habe das nur in der Swiss gehört. Nie noch jemand anders, weder im Bus, Tram, Zug. Nur in der Swiss! Ich frage mich, wohin geht der Stutz? Oder hast du mal überlegt, wieso sich die Swiss-Piloten mit 55 pensionieren können? Wir sammeln für das SOS-Pilotendorf auf Mallorca. Mit Jacuzzi a Gogo. Ladies and Gentlemen, this is your Captain speaking. Kennen Sie? Dann muss ich sagen: Aha, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Wer sonst? Ich meine, wenn schon etwas sagen, dann wenn es überrascht. Beispielsweise, wenn es heisst: Meine Damen und Herren, ihr Meter der Kabine, from the Cockpit. The Captain will serve you dinner in a few moments. We have decided to switch jobs in order to have a little fun. Das wäre mal etwas. Und Piloten können ja auch nicht normal schnurren. Musst du mal zuhören. Piloten, die schnaufen, schnurren und räuspern so vor sich an. Oh, this is your captain speaking. Oh, welcome aboard Flight 362. Heutzutage werden in der Schlaftherapie keine Therapeuten mehr eingesetzt, sondern arbeitslose Linienpiloten. Ja, stell dir einen Pilot an der Schargüterie-Abteilung vor, wenn der will Fleisch sehen. Oh, das Rindsplätzchen. Oh, noch ein bisschen Leonen. Das ist verdammt schwierig, oder? Meinst, stell dir mal vor, es wäre das Gegenteil. Wenn die nicht immer so beruhigend würden reden, wenn sie würden sagen: Meine Damen und Herren, Kapitän! Fridolin Lochsinger, Obwalzer! Willkommen an Bord, Swiss! Flug wie viel? Nach... Woher fliegen wir? Nach Boston! Unsere Flugzeit ist... Wie lange fliegen wir? Lang! Cabin Crew, Yellow Door Selectors Armed! Das ist verdammt schwierig. Und so ist ja klar, nicht jeder Promi hat das Zeug zum Pilot werden. Stell dir vor, beispielsweise der Vujo. Oder ganz weiter, wenn Christoph Bloch im Cockpit hocken würde, der würde nicht begrüßen mit, das ist ja Captain Speaking, er würde sagen: Du, liebe Frau, du Mann. Oh, ich habe den Flug heute dick können aussuchen. Jetzt gehen wir auf den Scheiß Brüssel. Schauen nicht ab, da aussetzt nur Pfeifle. Oder wenn vielleicht sogar der Herr Leuenberger im Cockpit wäre. Herr Leuenberger bahnt sich den Weg ins Cockpit, sieht 2 Sitze über den. Zwei, wo? Schaut vor und findet nicht so viel Knöpfe. Hilfe, Cabin Crew. Und im Flug, wo ich drin hocke, plötzlich durchsage, ist ein Arzt an Bord. Ich hebe den Tapen nicht die Höhe. Was passiert? Die Flight Attendant kommt zu mir und fragt mich: Willst du nicht zuerst noch da malen mit Zahlen fertig machen?